Herzlich willkommen beim Gottesdienst in Endingen. Schön, dass Sie dabei sind und diesen Gottesdienst mit uns feiern. Ich grüße Sie mit dem Wochenspruch für die neue Woche aus dem Matthäusevangelium. Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Ein aktuelles Wort auch in unserer gegenwärtigen Krise. Wie gehen wir miteinander um? Lassen wir uns bedienen oder sind wir bereit zu dienen, mitzudenken mit anderen, Rücksicht zu nehmen auf andere, sein Leben einzusetzen? Ein Wort Jesu, das mitten in unseren Alltag trifft. Doch passen wir auf, es geht nicht um uns und nicht zuerst um das, was wir schaffen. Es geht um Jesus und seine Hingabe. Das ist auch das Thema des Gottesdienstes heute, Jesu Hingabe. Er ist da für uns, er ist da mitten unter uns, auch jetzt in dieser Stunde. Deshalb feiern wir diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bevor wir gleich den Psalm miteinander beten, möchte ich noch allen danken, die heute den Gottesdienst mit uns feiern und vorbereitet haben. Ein herzlicher Dank gilt Bernhard Stoll, der uns schon begrüßt hat an der Orgel. Er begleitet uns heute an der Orgel. Ich grüße auch ganz herzlich Walter Stingel, der heute predigen wird. Und natürlich unsere Technik. Schön, dass ihr das wieder möglich macht. Vielen Dank. Und nun beten wir mit Worten aus Psalm 43. Gott, schaffe mir Recht und führe meine Sache wider das unheilige Volk und errette mich von den falschen und bösen Leuten. Denn du bist der Gott meiner Stärke. Warum hast du mich verstoßen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich bedrängt? Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung, dass ich hineingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, und dir Gott auf der Harfe danke, mein Gott. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Ich möchte noch weiter beten. Barmherziger Gott und Vater, auch wir sind betrübt und unser Herz ist unruhig. Die Nachrichten erschrecken uns und wir sind ratlos. So kommen wir heute zu dir und bitten dich um deine Hilfe, deinen Trost und deine Orientierung. Hilf uns nicht nur auf die Sorgen und Ängste zu sehen, sondern auf dich und deine Gegenwart. Schenke uns deinen Trost und Hoffnung für uns, unsere Familien, unser Land und die Not in vielen Ländern. Herr, gib uns Orientierung durch dein Wort. Zeige uns, wo und wie du zu uns sprichst. Gib uns Fantasie, neue Wege des Miteinanders zu entdecken und zu gehen. Und nun wollen wir uns deiner Gegenwart öffnen und bitten dich, begegne uns heute und sprich zu uns. Amen. Ich lade Sie ein, dass wir miteinander Gott loben. Herr, dein Name sei erhöht. Herr, dein Name sei erhöht. Herr, ich singe dir zur Ehre. Danke, dass du in mir lebst. Danke für deine Erlösung.
Du kamst vom Himmel herab, zeigst uns den Weg. Herr, du hast am Kreuz bezahlt für meine Schuld, und sie legten dich ins Grab, doch du stiegst zum Himmel auf. Herr, dein Name sei erhöht. Herr, dein Name sei erhöht. Herr, ich singe dir zur Ehre. Danke, dass du in mir lebst. Danke für deine Erlösung. Du kamst vom Himmel herab, zeigst uns den Weg. Herr, du hast am Kreuz bezahlt für meine Schuld, und sie legten dich ins Grab, doch du stiegst zum Himmel auf. Herr, dein Name sei erhöht. Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater, und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigtext für den heutigen Sonntag, Judika, steht im Hebräerbrief, Kapitel 13, die Verse 12 bis 14. Dort heißt es: Darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige durch sein eigenes Blut, gelitten draußen vor dem Tor. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen aus dem Lager und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Herr, segne du dein Wort an uns. Sprich du in unser Leben hinein und lass uns verstehen, was du uns heute Morgen zu sagen hast. Amen. Draußen vor dem Tor. Das war, wie wir als treue Kirchenbesucher wissen, Golgatha, Schädelstätte. Genauer gesagt, es war ein menschlicher Schlachthof. Da hingen sie, die Verbrecher und Mörder, oft tagelang. Auch nach ihrem Tod blieben viele noch hängen, zur Abschreckung, so lange hängen, bis sie verwest waren. Es roch nach Tod. Es war der schrecklichste Ort, den man sich vorstellen konnte. Vielen lief schon bei der Ortsbenennung der Schauer über den Rücken. Solche Orte möchte man nicht drinnen haben, drin in unserem Alltag, drinnen in der Stadt, nicht in der Nähe. Deshalb werden sie nach außen verlagert. All die Nöte dieser Welt, die würde man am liebsten abschieben. Draußen vor dem Tor steht für viele Orte dieser Welt, zum Beispiel die KZ-Lager, das Archipel Gulag in Russland, die Stasi-Gefängnisse in der ehemaligen DDR und viele weitere schreckliche Orte. Sie sind noch heute da, aber eben draußen. Wir wollen sie nicht in unserer Nähe haben, nicht wahrhaben. Ich habe vor einigen Jahren in Potsdam ein Stasi-Gefängnis besucht. Das Backsteingebäude sah von außen aus wie ein normales Wohnhaus. Aber drinnen war es die Hölle. Menschen, die dem DDR-Staat umgegeben waren, wurden einfach weggesperrt. Familien und Existenzen wurden auf unwürdige und bestialische Art und Weise zerstört. Vorher noch mitten im Leben und plötzlich draußen, ausgeschlossen aus der Gesellschaft, weggesperrt. Wie sehr haben sich all die Verzweifelten in den Lagern nach Gemeinschaft gesehnt, nach menschlichem Umgang, nach Liebe, nach Geborgenheit, nach Gemeinschaft, nach ihren Gruppen und Kreisen, denen sie wie selbstverständlich Jahr aus, Jahr ein verkehrten. Aber was sie erlebten nun in diesen Gefängnissen, war an Grausamkeit nicht zu überbieten. Doch heute wollen sich viele nicht mehr daran erinnern, eben draußen lassen aus ihrem Leben. Auch jetzt fühlen wir durch die Corona-Krise, wie es ist, wenn man ausgeschlossen ist, wenn man quasi eingesperrt ist.
wenn man sozusagen ein Stück weit weg vom Fenster ist, wenn man sich beschränken muss, wenn man nicht so den normalen Alltag leben kann, wie wir das bisher gewohnt sind, wenn man den Leuten nicht so begegnen kann, mit ihnen reden kann, umgehen kann, so wie wir das bisher gewohnt sind. Wenn man es so einfach nicht weiterleben kann, wie gewohnt. Dabei sind wir ja noch in einer komfortablen Situation. Trotzdem, auch jetzt schon, nach 2 Wochen vermissen wir einander. Vermissen die gottesdienliche Gemeinschaft, so wie König David, der ja immer auch oft auf der Flucht war, im Psalm 84, Vers 3 sagt, meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn, nach den Gottesdiensten, nach der Gemeinschaft, nach dem Wort Gottes. Und so, auch wenn Sie jetzt diesen Gottesdienst mitbekommen via Livestream, trotzdem sind wir nicht zusammen. Und ich kann mir vorstellen, dass viele zu Hause sich danach sehnen, nach diesem Tag, wo wir zusammen sind, wo wir gemeinsam Gottesdienst feiern können. Aber wir können trotzdem dankbar sein, dass wir verbunden sind miteinander von hier aus und dass es möglich ist mit der Technik, dass wir trotzdem auch bei euch draußen sind. Oder man kann sagen, sogar mittendrin. Drinnen oder draußen, das ist die Frage. Jeder von uns sehnt sich nach Gemeinschaft, möchte dazugehören, dabei sein, angenommen sein. Neben Essen und Trinken gehört das zu unserem Grundbedürfnis. Dazugehören, zur Familie, zur Gruppe, zum Verein, wo auch immer. Dazugehören zu den anderen. Und mancher von uns kennt die Erfahrung, was es bedeutet, ausgeschlossen zu sein. Wenn du ausgelacht wirst, wenn du als Außenseiter betrachtet wirst, wenn du merkst, die anderen reden über dich, du bist nicht mehr drin, du bist draußen. Das fühlt man, das spürt man. Und mancher erlebt Trennung von der Familie, Trennung von Freunden oder wenn man auch in der Schule plötzlich irgendwo gemobbt wird. Oder man kann auch Außenseiter sein am Arbeitsplatz. Und vor allen Dingen auch, wenn man keine Arbeit mehr hat. Und ich glaube, das ist auch das, was jetzt viele fürchten. Was wird sein, wenn ich meinen Arbeitsplatz verliere? Werde ich dann draußen sein? Dann gibt es aber auch noch das Draußensein im Alter. Wenn die Einsamkeit zunimmt, wer kümmert sich noch um mich? Wer hat noch Lust, irgendwo alte Leute zu besuchen? Ausgeschlossen sein durch Einschränkungen, die dann eben auch mit dem Alter kommen. Drinnen oder draußen, das ist die Frage. Wir haben das Grundbedürfnis, dazu zu gehören. Aber es stellt sich auch die Frage, wozu willst du gehören? Wozu willst du gehören? Du kannst ja nicht überall dazu gehören. Du kannst nicht auf 2 Hochzeiten tanzen, in 3 Orten wohnen, zu 4 Kirchen gehören, in 5 Parteien mitmischen und dich in 6 Vereinen irgendwie aktiv engagieren. Du musst entscheiden, wozu du gehören willst. Und jeder von uns entscheidet das auch ganz automatisch. Irgendwo bist du fremd und irgendwo gehörst du dazu. Jesus hat sich entschieden. Er hat sich entschieden, dass er zu uns gehören will. Und Gott, der Vater, hat sich entschieden, dass wir zu ihm gehören sollen. Gott wollte nicht ein Fremder für uns bleiben und deshalb kam er als Kind in diese Welt, fing ganz unten an, lebte alles durch wie wir. Er teilte sein Leben uns, er teilte uns auch alles über Gott mit, was für uns wichtig ist, was wir brauchen zum Leben, zum Überleben über den Tod hinaus. Er teilte nicht nur unser Leben mit uns, sondern er gab sein Leben für uns. Damit wir eben zu Gott gehören können, zu Gottes weltweiter Familie. Gott möchte nicht, dass wir draußen bleiben, draußen aus der Gemeinschaft, sondern mit ihm Gemeinschaft haben in Ewigkeit. Johannes sagt in Kapitel 17, Vers 24, Vater, ich will, das sagt Jesus, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Das ist das Anliegen von Jesus
Und das ist das Anliegen auch von Gott, dem Vater. Aber wie können wir nun zu Gott gehören, zu Gottes Familie? Wie kommt man da hinein? Zum Glück müssen wir uns nicht bewerben. Wir müssen keinen Eignungstest durchlaufen, keinen Leistungsnachweis erbringen. Wir müssen uns nicht irgendwie gut darstellen. Das hat alles Jesus für uns getan. Jesus heiligte das Volk durch sein Blut, heißt es in Vers 12. Heilig sein heißt, zu Gott gehören, für Gott ausgesondert sein, vor Gott reingestellt oder vor Gott rein dastehen, aber auch ihm zur Verfügung stehen. Das schaffen wir nicht von uns aus, aber Jesus schafft das für uns. Jesus hat sich sozusagen an unserer Stelle bei Gott beworben. Und nun haben wir in Jesus, wenn man das jetzt mal so ausdrücken darf, den Eignungstest, den Leistungsnachweis, die perfekte Darstellung vor Gott und die Zusage Gottes, du gehörst zu mir. Du bist drin. Ihr seid drin, mitten im Leben. Da ist keiner zu komisch, zu schwach, zu jung, zu alt, zu unbegabt oder zu gut, zu hässlich oder zu hübsch, zu behindert oder zu krank oder zu schwierig, zu fromm oder zu unfromm, um nicht zu Gott zu gehören. Jesus hat dafür gesorgt. Es liegt an ihm. Das heißt, Jesus heiligt das Volk durch sein eigenes Blut. Das heißt, mit seinem Leben ist er dafür eingestanden. Er hat sein Leben gelassen, damit wir dieses Leben, dieses ewige Leben bekommen. Du kannst bei Gott drin sein, dazugehören. Jesus hat das geregelt. Er hat den Preis dafür bezahlt und der war sehr hoch. Er hat den Preis bezahlt mit seinem eigenen Leben, mit seinem eigenen Blut. Das bedeutete für ihn, er ließ sich von der menschlichen Gemeinschaft ausschließen, damit die menschliche Gemeinschaft zu Gott gehören kann. Er hat gelitten draußen vor dem Tor, außerhalb der Stadt Golgatha, der Schädelstätte. Die Kreuzigung bedeutete, er wurde ausgeschlossen, ausgeschlossen aus seiner Familie, aus seiner Stadt, aus seinem Volk, aus der Synagoge. Er wurde von allen ausgeschlossen. Und die Leute haben nur den Kopf geschüttelt. Wie kann er es nur so weit treiben? Kreuzigung hieß, wir wollen mit dir nichts mehr zu tun haben. Weg mit dir. Jesus kennt diese Erfahrung und versteht jeden, der diese Erfahrung gemacht hat, ausgesondert zu werden, abgestellt zu werden. Er weiß, was es bedeutet. Aber die Frage ist auch, willst du diesem Jesus nahe sein, der so am Kreuz gestorben ist? Willst du zu diesem Jesus gehören? Das heißt auch, willst du nur durchkommen oder willst du mir nachfolgen? Das sind zwei verschiedene Dinge. Nur durchkommen, durchs Leben kommen oder mir nachfolgen. Jesus hat dafür gesorgt, dass wir zu Gott durchkommen, dass Gott uns annehmen kann, dass wir Gott sozusagen angenehm sind, dass wir nicht schon im Vorfeld mit unserer Sünde hängen bleiben, sondern wir sind angenehm vor Gott, weil wir zu ihm gehören, zu Jesus. Jesus ließ sich von der menschlichen Gemeinschaft ausschließen, damit Gott uns in seine Gemeinschaft einschließen kann. Jesus war draußen vor dem Tor, damit wir drinnen sein können. Und das tat er aus Liebe. Wir haben hier keine bleibende Stadt, heißt es. Es wird uns noch ein Grund geliefert, warum unser Ort als Gemeinde des Gekreuzten nicht nur im Drinnen von schönen Kirchen und gepflegten Gemeindehäusern sein kann oder in unseren Gruppen und Kreisen, in denen wir uns wohlfühlen und auch wohlfühlen dürfen, sondern auch draußen, außerhalb unserem sicheren Kreis, dass wir hinausgehen und auch den Dienst des Gekreuzigten draußen weitersagen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt. Ins persönliche Tragen könnte es heißen, auch alles verlassen, manche Gewohnheiten verlassen, manches, was mir lieb war. Das Leben konzentrieren, wesentlich leben, einen Blick haben für andere Menschen. Das ist auch gerade jetzt in dieser Zeit,
wo so viel Egoismus auch da ist, auch gerade bei Hamsterkäufen, wo jeder an sich denkt, wo man nicht denkt, dass der andere, wenn ich die Regale leer mache, dass der andere nichts hat. Das ist wichtig, dass wir als Christen hinausgehen, dass sie sehen, dass wir Christen sind und dass wir Gutes tun. Und wenn ich anfange loszulassen, wenn ich verzichten kann, dann bekomme ich die Hände frei, um anderen unter die Arme zu greifen, die mich wirklich brauchen, die das wirklich brauchen. Und nicht, dass ich noch irgendwo zu dem, was ich schon habe, immer mehr aufstaple. Um anderen die Hand zu reichen, denen sich sonst keiner zuwendet, dann kann ich hinausgehen zu denen, die draußen sind. Aber das ist nicht alles. Wir sind noch nicht am Ziel, sondern die zukünftige suchen wir noch. Die eigentliche Heimat, die suchen wir noch. Die eigentliche Heimat, wir sind ja hier nur auf dem Durchmarsch durch dieses Leben. Das Eigentliche kommt noch in Ewigkeit. Und bis dahin sind wir Suchende, bleiben Suchende, sind Leute, die unterwegs sind, die sich nicht in einem drinnen aber einrichten, während draußen gelitten wird, die sich nicht gemütlich machen und sagen, ja, wir wissen ja, wo es hingeht, jetzt sind wir ja dabei bei Gott. Nein, wir gehen hinaus, mitten hinein ins Leid. Das heißt auch mithelfen, diese Welt ein wenig oder diese Welt ein wenig heller und warmer und erträglicher machen, bis wir diese Stadt finden, die zukünftige, die verheißen. Aber bis dahin, lasst uns als Christen nach draußen gehen und bei ihm stehen und ihm dienen, auch wenn wir dadurch scheinbar im Nachteil sind und vielleicht manchmal auch belächelt werden. Lasst uns den Kreuzweg der Liebe gehen. Es gibt eine schöne Geschichte, die vielleicht viele schon kennen, aber es zeigt ein schönes Bild dafür, wie man die Nachfolge Jesu sehen kann. Auf einer steilen Straße traf ein Wanderer ein Mädchen. Es trug seinen kleinen gehbehinderten Bruder auf dem Rücken, um ihn mit dem schönen Ausblick auf den Gipfel zu erfreuen. Ei, sagte der Wanderer, Kind, du trägst eine schwere Last. Das Mädchen sieht ihn verwundert an und sagt, mein Herr, ich trage keine Last, ich trage meinen Bruder. Und setzte seinen Weg unbekümmert und fröhlich wieder fort. Das wünsche ich mir, dass wir so unbekümmert und fröhlich auch manchmal Lasten tragen, andere tragen, mitnehmen in das ewige Reich, wo wir dann alle versammelt sein werden, in der Gemeinschaft mit ihm, wo wir ihn sehen werden in Herrlichkeit. Amen. Wir singen nun das Lied Herzliebster Jesu.
Möchte ich noch beten. Herr, wir bringen dir alle Erkrankten und bitten um Trost und Heilung, die sich mit dem Coronavirus angesteckt haben. Sei den Leidenden nahe, besonders auch den Sterbenden. Bitte tröste jene, die jetzt trauern. Schenke den Ärzten und Forschern Weisheit und Energie. An den Krankenschwestern und Pflegern Kraft in dieser extremen Belastung. Den Politikern und Mitarbeitern der Gesundheitsämter Besonnenheit. Wir beten für alle, die in Panik sind. Alle, die Angst haben und davon überwältigt werden. Um Frieden mit der Krise, um eine klare Sicht. Wir beten für alle, die großen materiellen Schaden haben oder fürchten müssen. Guter Gott, wir bringen dir alle, die in Quarantäne sein müssen, sich einsam fühlen, draußen sind, niemanden umarmen können. Berühre du Herzen, diese Herzen mit deiner Liebe. Und wir beten, dass diese Epidemie abschwillt, dass die Zahlen zurückgehen, dass wieder Normalität einkehren kann. Mach uns dankbar für jeden Tag an unserer Gesundheit. Lass uns nie vergessen, dass das Leben ein Geschenk ist, dass wir irgendwann sterben werden und nicht alles kontrollieren können, dass du allein ewig bist und dass im Leben so vieles unwichtig ist, was oft so laut und wichtig daherkommt. Mach uns dankbar für so vieles, was wir ohne Krisenzeiten so schnell übersehen. Wir vertrauen dir. Nun lass uns noch gemeinsam das Vater unser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, denn dein ist das, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen nun noch gemeinsam das Lied Bewahre uns Gott.
spreche uns noch den Segen zu. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Liebe Gottesdienst-Zuhörer, wir sind am Ende angelangt. Schön, dass Sie mit uns diesen Gottesdienst gefeiert haben. Und es wäre auch schön, wenn Sie nächsten Sonntag um die gleiche Zeit wieder dabei sind. Das Team wird wieder alles vorbereiten und sich freuen, wenn Sie hier sind. Auf Wiedersehen.